Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Lernvideo. Mein Name ist Matthias und das ist der Kanal von Lernkompass, Mathe-Videos für Schule und Studium. Falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du überlegen, ob du unseren Kanal abonnieren möchtest, denn wenn dir unser Stil gefällt, findest du da unsere Videos ein Stückchen einfacher in deinem Suchverlauf. So, jetzt soll es losgehen mit unserem Thema reelle Funktionen, Sujektivität, nachweisen oder widerlegen. Wie kann ich ganz konkret den Nachweis einmal sauber formal runterschreiben für einen Sujektivitätsnachweis oder für eine Widerlegung, dass eine Funktion nicht sujektiv ist? Und das Ganze schauen wir uns anhand der folgenden drei Beispiele an. Unsere Aufgabe ist, beweise oder widerlege die Sujektivität der Funktion f. Ja, dann fangen wir direkt an mit der ersten Aufgabe und schauen uns an dieser Aufgabe das Vorgehen einmal genauer an. Ähnlich wie bei der Injektivität gehen wir in diesem Fall auch so vor, dass wir zunächst die Funktion f einmal skizzieren und uns dadurch einfach ein Gefühl dafür holen, wie diese Funktion eigentlich aussieht und ob sie sujektiv sein könnte oder nicht. Und unsere Funktion ist eine ganz normale lineare Funktion, Durchstoßpunkt bei y gleich 7 und Anstieg 3. Okay, lineare Funktionen. Die Frage, die wir uns also stellen, ist diese lineare Funktion sujektiv? Erreiche ich also jeden y-Wert aus dem Bereich, dieser Bereich ist wichtig, erreiche ich jeden y-Wert aus diesem Bereich, wenn ich diese Funktion einmal anwende? Und da ist die Antwort kurz und knapp, ja, das tue ich, wenn ich mir diese lineare Funktion bis in die Unendlichkeit weiter vorstelle, dann bekomme ich jeden einzelnen y-Wert auf jeden Fall erreicht und damit gelingt mir das Ganze auch. Die Frage ist nur, wie weise ich das Ganze wirklich nach? Okay, falls diese Erklärung, warum das Ganze sujektiv ist, jetzt ein bisschen schnell ging, ich habe dazu noch ein Einleitungsvideo, sujektiv und injektiv gestaltet. Wenn du möchtest, klickst du einfach kurz auf das Einleitungsvideo, lässt es dir dort nochmal erklären, wie diese beiden Konzepte funktionieren und dann kannst du davon ausgehend Sujektivität auch sehr viel schneller entscheiden. Diese Entscheidung, und das heißt das intuitive Verständnis dafür, was das bedeutet, sujektiv zu sein, das ist wichtig, damit man den Nachweis auch effizient durchführen kann. Was bedeutet jetzt Sujektivität, wenn man es einmal mathematisch formal ausdrücken möchte? Erinnern wir uns, eine Funktion f von d nach b, d Definitionsbereich, b der Bildbereich, die heißt sujektiv, wenn für alle y aus dem Bildbereich ein x aus dem Definitionsbereich existiert, sodass ich sagen kann, das y ist einfach der Funktionswert von x. Das heißt, egal wo ich im Bildbereich bin, ich finde schon irgendein x, was auf diesem Bild, was auf diesen Wert hin abbildet. Entscheidend ist dabei das b. So, ich muss also die Frage stellen, sei ein beliebiges y aus b, finde ich dazu ein Argument aus dem Definitionsbereich? Schauen wir uns das Ganze für das Beispiel einmal an. Wir notieren, sei y aus R. Und dabei meinen wir dieses R hier oben, ne, dieses, den Bildbereich, den referenzieren wir hier darauf. Wir nehmen uns also ein beliebiges y aus R, wir kennen das nicht, und wir wollen dafür jetzt den x-Wert raussuchen. Das können wir jetzt am ehesten dadurch realisieren, dass wir sagen, das y ist 3x plus 7. Wenn es uns dann gelingt, nach x umzustellen, haben wir das gesuchte x gefunden. Wir stellen uns also kurz und knapp die Frage, gibt es ein x mit f von x gleich y? Okay, f von x ist dieser Wert. Wir setzen das Ganze ein und versuchen, die Gleichung umzustellen. 3x plus 7 ist y, nach x umgestellt, minus 7 und danach durch 3. Und wir erhalten den x-Wert mit 1/3 y minus 7. Da wir das Ganze jetzt nur auf mit Grundrechenarten umgeformt haben, das sind naturgemäß sogenannte äquivalente Umformungen, müssen wir das Ganze jetzt nicht mehr proben.
Wir können das x so angeben und können sagen, dieses x, was sich aus dem y so konstruiert, das erzeugt sozusagen diesen y-Wert. Man kann es jetzt nochmal ausprobieren, man kann es nochmal proben. Ich würde es für den Anfang auch empfehlen, das zu proben. Wollen wir es hier in dem Fall nochmal machen? Im Allgemeinen muss man das Ganze hier nicht mit hinschreiben. Dazu gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir nehmen das f von x, was ja 3x plus 7 ist. Setzen dort in das x unser ermitteltes x ein. Also 3 mal 1 Drittel y minus 7 plus 7. Das Ganze vereinfachen wir jetzt. Wir erhalten y minus 7 plus 7 und damit y. Und damit ist die Sache praktisch gezeigt. Wir lagen also richtig mit unserer Annahme, dass das hier der richtige x-Wert ist. Okay, und damit möchte ich mit der ersten Aufgabe schließen und zur zweiten Aufgabe übergehen. Bei der zweiten Aufgabe haben wir f von x gleich x hoch 4. Auch das werden wir im ersten Schritt einmal skizzieren. Die Kurvenverläufe der Grundfunktion, und dazu zählt auch die x hoch k-Funktion, müssen dir übrigens im Studium geläufig sein. Das heißt, wenn du diese Grundverläufe nicht mehr aus dem Kopf heraus weißt, dann bitte unbedingt nacharbeiten, denn das Ganze ist nichts mehr, was man im Studium im Tafelwerk mehr nachschlagen darf. Und das muss einfach im Petto sitzen, damit man sich mit den höheren Konstrukten viel, viel leichter beschäftigen kann. Also die x hoch 4-Funktion, dass die so aussieht, musst du einfach im Laufe des ersten Semesters wissen, das muss verinnerlicht sein. Die x hoch 4-Funktion sieht jetzt so aus. Und jetzt stellen wir die Frage, ob wir für jeden y-Wert aus dem reellen Bereich auch einen x-Wert finden. Und dabei dürfte uns auffallen, beispielsweise für die minus 1 gibt es keinen. Wir stellen also fest, die Funktion ist nicht surjektiv. Das müssen wir auch anschaulich feststellen können. Jetzt haben wir die minus 1 bereits als Idee gehabt und genau diese minus 1, von der gehen wir jetzt aus. Wir wollen zeigen, y gleich minus 1 hat keinen x-Wert. Das ist aber viel, viel einfacher, als man denkt, denn ich muss die minus 1 einfach nur mal hier oben in die Gleichung einstellen und stelle dann fest, dass diese Gleichung nicht lösbar ist. Also eingesetzt, x hoch 4 gleich minus 1. Und jetzt muss ich sagen, okay, x hoch 4 ist eine Zahl, die größer gleich 0 ist, also kann die niemals minus 1 sein. Das Ganze ist also tatsächlich nicht lösbar. Und damit sind wir bereits fertig. Das Ganze ist bereits der ganze Nachweis. Sehr viel mehr brauchen wir in dem Moment auch nicht. Ich möchte jetzt mit euch gerne noch einmal in eine Struktur vorgehen, durcharbeiten, wie gehe ich systematisch an diese Aufgaben heran. Und dazu schauen wir uns nochmal die einzelnen Schritte an. Ähnlich wie bei der Injektivität, die du auch hier oben nochmal nachschlagen kannst, geht es auch hier vor. Erster Schritt ist, du zeichnest die Funktion. Zweiter Schritt ist, du triffst eine begründete Entscheidung. Ob es surjektiv ist oder nicht, das kannst du in den meisten Fällen allein aus der Anschauung heraus bewerten. Und im Schritt 3 führst du den Beweis tatsächlich aus, das heißt, für den Surjektivitätsnachweis konstruierst du für jedes Y ein O-Bild und für die Widerlegung findest du ein Y, was kein O-Bild hat. Also, für F surjektiv, für jedes Y ein X konstruieren, das geht in der Regel darüber, dass man die Gleichung entsprechend umstellt und für F nicht surjektiv, musst du ein y finden, das kein O-Bild x hat, nachdem du es umstellen kannst. Okay, und damit möchte ich mit euch gerne ins Beispiel Nummer 3 hineintreten und entscheiden, was hier Sache ist. So, Schritt 1 ist wieder Funktion skizzieren. Dabei macht es durchaus Sinn, den y-Bereich, also hier hinten den Bildbereich, schon einmal zu markieren, um zu entscheiden, ob das Ganze surjektiv ist oder nicht. In dem Fall also habe ich 0 bis unendlich, also sprich nur die Achse größer gleich 0 im y-Bereich und demnach markiere ich nur das. Ich kann jetzt sogar so weit gehen und das hier unten wegmachen, denn in diesen Bildbereich will ich ja gar nicht reingehen. Und jetzt muss ich entscheiden, ist die ganze Geschichte surjektiv, erreiche ich also jeden Wert aus diesem Bildbereich?
Und dann muss meine Antwort sein, ja, das tue ich. Und deshalb muss ich jetzt für jedes y aus dem Bereich ein entsprechendes x konstruieren. Ich wähle also die Aussage, sei y aus 0 bis unendlich und sage, gesucht ist ein x. Ja, stelle ich das Ganze also auf mit f von x gleich x² gleich y. Diese Gleichung kann ich nehmen und kann diese jetzt nach x umstellen. Beispielsweise kann ich dazu die Wurzel ziehen. So mache ich aus dem x² einen Betrag von x. Und bei diesem y muss ich prüfen, ob das Ganze definiert ist. Und ja, es ist definiert, weil mein y ja in dem Bereich vorliegt. Hier ist ganz wichtig, wenn du sehr sauber arbeiten möchtest, dass du all diese Ausdrücke wirklich nochmal darauf überprüfst, sind die überhaupt definiert? Ist denn in dem Fall der Term wirklich definiert? Denn wenn das y gleich minus 1 sein könnte, dann wäre die Wurzel von minus 1 ja eben nicht erklärt im reellen Raum. So, da sie aber erklärt ist, können wir ganz normal weitermachen. Betrag von x gleich y. Den Betrag löse ich jetzt wie üblich mit plus minus auf der anderen Seite auf und erhalte x gleich plus minus Wurzel y. Letzten Endes brauche ich aber nur ein x zu finden. Ich muss nicht beide angeben, ich muss auch nicht alle angeben. Es reicht ein einziges x und deswegen sage ich dann zum Beispiel, sei x gleich plus Wurzel y. Und jetzt muss ich auch nachweisen, dass das tatsächlich in der Funktion wieder das x² wieder das y erzeugt. Ist eine sehr triviale Geschichte. In anderen Funktionen kann das auch mal ein bisschen größer aussehen, aber ich habe mich jetzt hier ganz bewusst auf einfache Beispiele konzentriert. Da kann es natürlich sein, dass da gewisse Aufgabenteile äußerst trivial sind und man so ein bisschen in der Trivialität auch ein Stückchen den Blick fürs Wesentliche verliert. Wenn du übrigens Fragen zu einer anderen Aufgabe hast, die ein bisschen knackiger ist, schreib es mir unten unter die Kommentare und ich kann dazu auch noch mal sehr gern ein Video machen, wenn wir dabei eine etwas kompliziertere Funktion betrachten müssen. So, aber jetzt zur Probe. Sei x gleich Wurzel y, dann muss ich feststellen können, dass das f von x gleich x² wieder das y ist. Und das ist letztendlich nicht weiter schwer, denn f von x ist x², ist Wurzel y ins Quadrat, ist y. Und damit habe ich auch diesen Nachweis geschafft und habe gezeigt, dass die Funktion tatsächlich surjektiv ist. Ja, ich hoffe, das Video hat dir soweit weitergeholfen und du kannst jetzt ein Stückchen genauer und du hast ein Stückchen mehr Bewusstsein darüber, wie du Surjektivität nachweisen kannst. Wenn du noch mehr Videos rund um das Thema reelle Funktionen sehen möchtest und deren Nachweise, findest du hier eine Playlist. Hier findest du ein Video, was zu deinem aktuellen Suchverlauf passt. Ich freue mich natürlich sehr gern über ein Abo von dir und wir sehen uns sehr gern im nächsten Lernvideo wieder. Bis dahin, dein Matthias von Lernkompass.